Leider wird mittlerweile auch so ein Fernseher hier mit HDMI 2.1 beworben. Aber, Spoiler Alert, der taugt nicht wirklich für deine PlayStation 5 oder Xbox Series X. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de und ich sag dir, worauf du beim Gaming achten musst und was die Fernseher wirklich können müssen, damit du perfekt mit deiner Konsole drauf zocken kannst. Vorher wird uns noch interessieren, um welche Konsole es bei dir geht, also schreib's unten in die Kommentare. Und wenn du schon unterhalb des Videos bist, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn du auch Abo und Daumen nach oben da lässt. Grundsätzlich sollte es sich natürlich auch bei einem Gaming-TV um einen guten Fernseher handeln, der für deine Situation passt. Das heißt, die Größe muss passen und selbstverständlich sollte der Fernseher eine möglichst gute Bildqualität haben und das gerade für die neuen Konsolen natürlich auch in High Dynamic Range, weil man nämlich dann erst wirklich die Power einer Xbox Series X oder PlayStation 5 sehen kann. Bei der Soundqualität kommt's drauf an. Wenn du ohnehin immer mit Kopfhörern oder Headset zockst, dann muss der Fernseher auch keinen guten Klang haben. Und wenn du bereit bist, etwas mehr Geld auszugeben, sodass vielleicht ein OLED-Fernseher drin ist, dann solltest du wahrscheinlich auch nicht auf die verbauten Lautsprecher setzen, sondern lieber noch eine Soundbar mit einplanen, damit der Ton auch dem Bild gerecht werden kann. Die Bilder sollen aber nicht nur schön aussehen, sondern auch möglichst ohne Verzögerung zu sehen sein. Hierbei geht es dann um drei Größen: Frequenz, Response Time und Input Lag. Als Frequenz, also wie häufig das Bild pro Sekunde neu aufgebaut wird, gibt es bei aktuellen Fernsehern eigentlich nur 60 oder 120 Hertz. Und offensichtlich ist 120 Hertz für schnellere Reaktionen deutlich besser, weil es eben doppelt so viele Frames pro Sekunde sind. Einzelne Modelle gibt es jetzt sogar mit bis zu 144 Hertz, wobei das für Konsolen gar nicht nötig ist, sondern nur für Gaming-PCs. Das will ich in diesem Video jetzt aber ausklammern. Bei viel Nachfrage machen wir für PCs lieber noch ein eigenes Video. Die Response Time ist die Zeit, die ein Pixel braucht, um die Farbe zu ändern. Zusammen mit dem Input Lag, also der Eingabeverzögerung, ist das die Verzögerung, bis man das Bild, welches die Konsole ausgibt, auf dem Fernseher sieht. Solange diese Verzögerung aus Input Lag plus Response Time unter 20 Millisekunden liegt, kann man sie als Mensch kaum wahrnehmen. Die Response Time von OLED-Fernsehern liegt übrigens bei nur circa einer Millisekunde und bei LCD-Fernsehern, welche fürs Gaming in Frage kommen, was ja auch QLEDs mit einschließt, sind es oft nur 5 bis 10 Millisekunden. Das Input-Lag hängt eigentlich immer vom Eingangssignal ab und natürlich, ob der Fernseher im Spielemodus ist. Dann ist es aber bei den meisten Fernsehern, die wir jetzt getestet haben, auch niedrig genug. Sollte es mal etwas höher sein, weisen wir auch immer in den Testberichten darauf hin. Noch etwas schneller wird es mit einer Variable Refresh Rate. Dadurch können außerdem Bildfehler wie Tearing vermieden werden. Bei einer VRR wird die Frequenz des TVs an die von der Grafikkarte ausgegebenen Frames per Second angepasst. Für die bestmögliche Gaming-Performance bei reaktionsschnellen Spielen ist das auf jeden Fall wichtig. Dass ein TV explizit FreeSync oder G-Sync unterstützt, ist bei Konsolen übrigens irrelevant. Das spielt wieder nur bei Grafikkarten von PCs eine Rolle. Ach so, und möchte man, dass der TV auch automatisch in den Spielemodus schaltet, wenn man die Konsole anmacht, dann braucht man noch einen Auto Low Latency Mode oder kurz ALLM. Die Auflösung ist beim Gaming echt zweitrangig, beziehungsweise bekommt man ja eigentlich nur noch 4K-Fernseher. 8K ist beim Gaming unnötig, weil man sich dafür auf höchstens 60 Hertz beschränken müsste. Und dieser Trade-off lohnt bei Konsolen quasi nie.
Das ist höchstens eine Sache für Simulationen, wo Frequenz, Response Time und Input Lag dann eigentlich egal sind. Okay, kommen wir zu HDMI 2.1. Wir werden nur von HDMI 2.1 sprechen, wenn der Fernseher die nötige Bandbreite für 4K mit 120 Hz bei beiden aktuellen Konsolen sowie eine Variable Refresh Rate unterstützt. Sollte ein anderer Punkt von HDMI 2.1 fehlen oder Einschränkungen haben, sagen wir es auf jeden Fall immer dazu. Denn in den letzten Jahren wurde von fast allen Beteiligten viel Verwirrung um HDMI 2.1 gestiftet. Es gibt verschiedene Punkte, von denen theoretisch einer ausreicht, damit der Anschluss HDMI 2.1 genannt werden darf. Die genauen Spezifikationen findet man beim HDMI-Forum oder auf der zweiten offiziellen Website hdmi.org. Falls euch da dann übrigens HDMI 2.1a aufgefallen ist, das ist nur die Erweiterung um Player-geführtes HDR, worauf wir hier aber echt nicht weiter eingehen müssen. Damit man fürs Gaming 4K-Auflösungen mit 120 Hz bekommen kann, braucht man die höhere Bandbreite als bei den alten HDMI 2.0-Anschlüssen. Bei denen lag es bei 18 und bei HDMI 2.1 sind es bis zu 48 Gigabit pro Sekunde. 48 müssen es aber auch für die neuesten Konsolen eigentlich gar nicht sein, denn der HDMI-Ausgang der PlayStation 5 kann nur maximal 32 und der Xbox Series X 40 Gigabit pro Sekunde. Mehr brauchen die Anschlüsse des Fernsehers dann auch nicht zu können. Die meisten anderen fürs Gaming relevanten Spezifikationen sind in diesem Video ja schon aufgetaucht oder selbsterklärend. In den Kommentaren unter unseren YouTube-Videos habe ich oft gelesen, dass es doof ist, dass ein Fernseher nur zwei HDMI 2.1 Anschlüsse hat. Deswegen möchte ich mich dazu kurz äußern. Problematisch wird das, da meistens einer dieser HDMI 2.1 Anschlüsse gleichzeitig der Enhanced Audio Return Channel ist, also der Anschluss für Soundbar oder AV-Receiver, und somit bleibt dann nur noch ein 2.1 Anschluss am Fernseher übrig. Klar, mehr ist immer besser, aber den meisten sollten diese beiden Anschlüsse eigentlich reichen. Denn nur für eine PlayStation 5, Xbox Series X oder eben einen Gaming-PC braucht man HDMI 2.1. Für alles andere hat es keinen Mehrwert. Hat man einen aktuellen AV-Receiver, dann kann der auch quasi als Hub herhalten, wie zum Beispiel der hier von Denon. Sollte die Soundbar aber einen 2.1 Anschluss blockieren und man hat wirklich beide Konsolen und nutzt die abwechselnd, dann muss man eben entweder umstecken oder einen High-End-Fernseher von Samsung oder LG kaufen. Die haben nämlich auch viermal HDMI 2.1. Und da wir auch schon öfter die Frage nach dem richtigen Kabel für HDMI 2.1 gehört haben, sage ich da auch schnell was zu. Theoretisch gibt es ein Label für zertifizierte Ultra-Highspeed-Kabel, welche bis zu 48 Gigabit pro Sekunde übertragen. Allerdings haben wir mehrere verschiedene Kabel ohne dieses Zertifikat hier bei uns in Verwendung. Und wir hatten noch nie irgendwelche Einschränkungen wegen der Kabel bei Xbox Series X oder PlayStation 5. Von daher würde ich euch auch empfehlen, es erstmal mit vorhandenen Kabeln auszuprobieren, bevor ihr euch ein neues, teures Kabel kauft. Habt ihr eine Nintendo Switch oder irgendwelche älteren Konsolen, dann braucht der Fernseher auch keinen HDMI 2.1 Anschluss. Für die meisten Konsolen würden sogar 60 Hz ausreichen, wobei Fernseher mit 120 Hz Panel meist auch gleichzeitig eine bessere Darstellung schnell bewegter Inhalte haben, aber ich drifte ab. Für ältere Konsolen ist es vielleicht sogar praktisch, falls der Fernseher noch einen analogen Eingang hat, damit man keinen separaten AD-Wandler holen muss. Eine Sache muss ich noch zur Xbox Series X sagen.
Wenn ihr das Ultimum da rausholen wollt, dann muss der Fernseher auch noch Dolby Vision in 4K mit 120 Hertz unterstützen. Neben LG-Fernsehern ist das bis jetzt nur beim Sony A95L und den kommenden Philips-Fernsehern mit HDMI 2.1 angekündigt. Also, wenn ihr auf der Suche nach einem Gaming-Fernseher seid, dann schaut besser genauer hin, damit ihr am Ende auch das bekommt, was ihr haben wollt. Wenn wir die Fernseher bereits getestet haben, dann findet ihr auch eigentlich immer einen Absatz zum Gaming im Artikel, beziehungsweise werde ich im Video aufs Gaming eingehen. Gerade bei den günstigsten Fernsehern muss man allerdings aufpassen. Da kommen wir auch leider kaum nach, die alle zu testen. Deswegen vielleicht noch kurz zu den realistischen Kosten anhand eines 55 Zoll Fernsehers. Man kann eine PlayStation 5 oder Xbox Series X an jeden aktuellen Fernseher anschließen. Allerdings sollte der TV schon ein gewisses Mindestmaß an Gaming-Features und Bildqualität haben, damit sich die Konsolen auch rentiert haben. Deshalb wird man wahrscheinlich nicht unter 500 Euro wegkommen und dann darf man noch kein wirklich tolles Bild in High Dynamic Range erwarten. Für ein wirklich gutes Bild muss man sogar eher 1000 Euro veranschlagen. Für konkrete Empfehlungen, Tests oder Angebote von den am besten geeigneten Gaming-Fernsehern in verschiedenen Preisklassen, schau am besten in die Videobeschreibung. Da haben wir sowohl die Videos als auch die entsprechenden Artikel auf hi-fi.de für euch verlinkt. Wenn noch Fragen offen sind, dann stell sie gern unten in den Kommentaren, damit du entweder direkt eine Antwort bekommst oder wir sogar ein Video dazu machen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.